touch, we break. Make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. Well, we fell apart just in time. Meine Guten, heute mal von draußen. Herzlich willkommen. Ich bin mit meinen zwei Boys gerade die zweite Runde schon heute am Tag spazieren. Und ja, es ist richtig kalt heute, richtig frisch. Deswegen habe ich Romeo gut dick eingepackt. Morgens gehen wir immer mit der Trage spazieren und mittags dann mit unserem Kinderwagen. So gibt es ein bisschen Variation und er mag eigentlich beides. Und morgens geht die Trage einfach schneller und wenn ich eine größere Runde mache, dann nehme ich diesen Kinderwagen. Was ganz wichtig ist, ist immer, dass wir was zum Spielen dabei haben. Dann langweilt er sich auch nicht. Und wir haben jetzt echt, weil es wirklich kalt geworden ist, unser Lammfell, beziehungsweise es kann nicht das Lammfell, aber unseren Fußsack ausgepackt. Und da hat das jetzt richtig kuschelig warm mit Mütze. Und Simba ist hier, der sucht immer Mäuse oder was auch immer er da sucht. Und ja, wir werden heute einen Dateabend haben, Juli und ich. Und Romeo ist heute dann nachmittags bei meiner Mama und bei seiner Tante. Deswegen wird er jetzt gleich nochmal seine zweite Siesta machen. Und er macht ja nur noch zwei Tage Schläfchen. Von daher ist das echt richtig cool. Ist viel einfacher irgendwie dadurch geworden. Er hat jetzt auch so richtig feste Tagschlafzeiten und auch abends geht er zur selben Zeit ins Bett. Das hatte ich die ganze Zeit nicht. Und es hat sich wie von alleine eingespielt. Er schläft morgens um 10 bis um 11, halb 12. Und dann von um 3 bis um 4 oder je nachdem, wenn es morgens ein bisschen kürzer ist, so wie heute, hat er nur eine halbe Stunde geschlafen, dann wird es ganz sicher heute ein bisschen länger, von 1,5 Stunden oder 2 Stunden. Und dann geht's los zur Oma. Ja, ich zeige euch dann, wie ich alles packe, was ich vorbereite, wie ich mich fertig mache und nehme euch heute so ein bisschen mit. Also ich finde ja, so muss ein Hund aussehen. Richtig happy und schön dreckig. Ne, Simba? Was hast du da eigentlich hängen? Da ist so ein Ding hier in deinem Mund. Wir laufen jetzt nach Hause, machen uns langsam auf den Weg. Ja, wir haben heute mal vor, ins Kino zu gehen. Wir wissen aber noch nicht, in welchen Film. Deswegen bin ich mal gespannt, ob wir im Endeffekt wirklich den Film schauen oder nicht. Wenn nicht, gehen wir einfach essen. Ist auch schön. Ich habe nämlich auf meinem Instagram, folgt mir da auch gerne da. Ich bin da mega, mega, mega aktiv. Also jeden Tag mache ich da wirklich mehrere Stories, Reels. Folgt mir da sehr, sehr gerne. Da habe ich auch einmal euch anvertraut oder mit euch besprochen und ja, mit euch thematisiert, dass ich es gar nicht so leicht finde, Haushalt, Kind und auch noch Arbeit und Partnerschaft unter einen Hut zu bekommen. Ich glaube, das geht nicht nur mir so, wie ich in der Abstimmung in Instagram sehe, haben die wenigsten Paare allein mal Zeit für sich und können ihr Kind einfach mal bei der Familie oder bei Freunden unterbringen und man hat dann einfach mal eine Datezeit. Das gibt es viel zu wenig und es ist uns mega aufgefallen, mir und Julio, dass das viel zu kurz kommt aktuell. Es ist irgendwie immer was, auch abends, wenn er dann halt daheim ist, dann muss er doch noch lernen oder es kommt irgendwas dazwischen und manchmal hat man auch einfach nicht so die Muße oder es kommen nicht so die Gespräche auf, weil man halt zu Hause ist und immer die Arbeit sieht und deswegen ist uns aufgefallen, uns als Paar tut es gut, wenn wir bewusst sagen, wir gehen raus aus der Wohnung und tun etwas für uns und das machen wir heute. Ihr könnt mir gerne auch mal in die Kommentare schreiben, wie das für euch ist. Wenn man Kinder hat, ist also, glaube ich, geht es den meisten so, dass die Zeit als Paar viel, viel, viel zu kurz kommt und man bewusst Zeit einplanen muss, damit auch das nicht zu kurz kommt. Und dem gehen wir heute nach. So, wir sind wieder zu Hause. Erstmal Romeo zum Hunde gewechselt und Simba sauber gemacht, denn wenn er buddelt, dann ja, ist er natürlich logischerweise sehr dreckig, wie ihr in dem einen Video gesehen habt. Und wenn man ihn dann nicht sauber macht, dann ist unsere ganze Wohnung dreckig. Oh, Romeo begrüßt jetzt gerade Simba. Ich zeig's euch mal. Man muss auch sagen, dass Simba wirklich ein toller Hund ist. Der toleriert so viel und lässt Romeo auch einfach machen. Ja, also
kann man nicht sagen, wirklich. Ja, ich glaube, ich würde trotzdem einen Hund mit einem Baby nie alleine lassen. Einfach aus Sicherheitsgründen, du kannst einem Tier nie ganz vertrauen. Auch wenn ich es immer schon so lange jetzt habe und so sehr kenne und auch wie er mit Kindern umgeht. Aber ich weiß nicht, Sicherheit geht vor. Die wachsen wirklich auf wie Geschwister. Das hat mir schon mal jemand gesagt, dass er es so toll findet, dass Romeo keine Angst hat vor Hunden oder vor so großen Tieren. Der macht es einfach durchgängig. Die ganze Zeit. Ja, was habe ich heute schon gemacht? Ihr seht es hier. Wunderschöne Wäsche gewaschen und eben einfach ein bisschen den Haushalt wieder gemacht. Küche aufgeräumt. Wir hatten gestern Besuch, es war ja gestern Feiertag und das war sehr, sehr schön. Aber dann fällt eben auch wieder einiges an Haushalt. Und so schnell ist der kleine Mann jetzt schon unterwegs. Schaut euch das an. Und ratet mal, wo er hingeht. Ich habe ihn gerade davon weggeholt. Ich liebe dieses Alter. Dieses Alter ist einfach schön. Wirklich. Und so lustig. Romeo, du hast eine Turnmatte und zwar hier. Das ist Simbas Bett. So, wir haben jetzt 2:30 und ich werde jetzt Romeo langsam fertig machen für seine Siesta, damit er lang schlafen kann und wir trotzdem nicht zu spät kommen. Ich finde, als Mama, alles ist Zeitmanagement. Man muss alles so ein bisschen kalkulieren, wenn man vor allem Termine hat, dass das alles auch gut passt mit den Schläfchen. Deswegen zeige ich euch jetzt mal. Also hier ist Romeos Bett. Bitte beachtet nicht, dieser Himmel hier, der kracht uns immer wieder ab. Das ist so blöd. Aber ich benutze es trotzdem, dass es ja so ein bisschen drüber ist und ihn quasi, also dass es ihn das Licht nicht so stört. Er hat ja immer seinen Schnuller. Hier oben haben wir unsere Kamera, die ist echt cool mit Infrarot. Da sehen wir ihn dann immer, ob es ihm gut geht, ob er bald aufwacht etc. So, und jetzt werde ich unser Plissee runter machen und ein bisschen verdunkeln. Romeo weiß dann schon, dass es jetzt wieder Zeit für sein Schläfchen ist. Und genau, dann sehen wir uns, wenn er gleich schläft. So, meine Guten. Romeo schläft und ich mache mich jetzt ein bisschen fertig. Julio ist gerade von der Arbeit gekommen und wir haben beschlossen, wir gehen doch nicht ins Kino. War mir aber schon klar, weil es laufen nur scheiß Filme auf gut Deutsch. Sorry für das blöde Wort, aber es ist einfach so. Es laufen nur so Filme, die keinen interessieren oder die uns nicht interessieren. Beziehungsweise ein Film interessiert mich. It Ends With Us heißt der, glaube ich. Aber der ist ja so romantisch. Da geht es ja um so eine Liebesgeschichte. Und das interessiert halt irgendwie nicht, was ich voll verstehen kann. Und deswegen gehen wir einfach nur lecker essen und gehen in die Stadt und kaufen uns so ein bisschen was und trinken einen Kaffee davor. So machen wir das jetzt. Und ja, machen uns trotzdem einen schönen Abend und verbringen Zeit. Das ist ja die Hauptsache. Genau, ich mache mich jetzt einfach ein bisschen fertig. Ich denke mal, ich werde dieses Oberteil anziehen und Haare offen und nachschminken und dann haben wir das Ganze auch schon. Ich versuche euch ja so ein bisschen mitzunehmen, nicht bei dem Date selber, logischerweise, sonst das würde ja keinen Sinn machen. Dann hätten wir ja doch keine Quality Time, so nur er und ich. Ja, aber morgen früh und auch heute, noch bevor wir gehen. Ich esse noch ein Müsli essen, dass ich nachher nicht ausraste vom Hunger, weil ihr kennt es. Vielleicht ist es bei euch auch so. Wenn man Hunger hat, wird man ganz schnell schlecht gelaunt und das will ich heute vermeiden. Wir haben heute ein Date. Freust du dich? Ja. Er mag es nicht vor der Kamera zu stehen. Schaut mal, Romeos Outfit ist so süß. Ja. Das habe ich das erste Mal an, diesen Pulli hier. Und wir gehen jetzt zu Oma und Opa. Romeo ist ready. Wir auch. Ich habe hier eigentlich alles drin. Auch so eine Wasserflasche, Lätzchen, Wechselkleidung, Windeln. Nur uns fehlt noch ein Brei. Den werden wir jetzt noch kaufen bei DM. So mache ich das auch immer mit Simba. Ich lenke ihn immer so ein bisschen ab. Und sag dann, los. So, ich bin jetzt noch kurz in DM und kaufe, wie gesagt, Brei ein. Mal schauen, was er zum Abendessen bekommt. Letztes Mal hat ein Spaghetti Bolognese voll gut geschmeckt.
Mal schauen, ob ich es hier finde. So, ich habe jetzt einfach ein paar gekauft für die nächsten Tage auch, weil mittags ist das immer cool, welche zu haben. Und das andere ist hier. Mama, wie hat es geklappt? Super hat es geklappt. Wirklich. Ganz, ganz toll. Es war halt zweieinhalb Stunden. Ja. Und es war richtig gut. Und ja, wir waren essen. War wirklich richtig gut. Komm mal her, du Süßer. Guten Morgen, Leute. Wir melden uns wieder von zu Hause am nächsten Tag. Es ist Samstag, 8.51 Uhr und ich bin seit 7.20 Uhr wach, weil Romeo seitdem eben wach ist. Warum auch sonst? Genau, und wir hatten gestern einen wunderschönen Tag. Also, was heißt Tag? Abend. Es hat so gut geklappt mit Romeo und ich kann Gott sei Dank, von Anfang an war das eigentlich so. Also klar, es hat noch ein bisschen mehr Überwindung gebraucht, als jetzt ihn bei meiner Mama zu lassen oder bei meiner Schwester. Aber mittlerweile weiß ich das. Nee, keine Erde essen. Aber mittlerweile weiß ich eben, dass es einfach richtig gut klappt bei Oma und Opa sozusagen. Wir wollten ja eigentlich ins Kino, aber gestern sind nur so komische Filme gelaufen und deswegen, ja, haben wir gesagt, dann gehen wir lieber richtig gut essen und geben da ein bisschen mehr Geld aus. Und das haben wir auch gemacht, haben uns richtig gegönnt und waren insgesamt, also von 17.30 Uhr bis um 8 Uhr waren wir weg. Und dann haben wir Romeo abgeholt, waren noch kurz bei meinen Eltern und sind dann nach Hause. War sehr schön und heute haben wir den ersten Samstag seit langem mal gar nichts vor und machen heute einfach Familienzeit, räumen ein bisschen auf, machen vielleicht einen Ausflug und ja, mal schauen, was so ansteht. Ich zeige euch jetzt mal unsere zwei Endgegner gerade zu Hause. Romeo zieht nämlich aus jeder Pflanze Erde raus und isst die Erde. Deswegen müssen wir so oft saugen. Draußen, deswegen steht er auch gerade draußen, dieser Hundenapf, den liebt er so sehr. Und wenn es leise ist, ist es eigentlich das Schlimmste, weil dann weiß man, okay, er stellt wieder irgendwas an. Ja, da hinten ist noch die Wäsche, die wir gleich abhängen werden. Und heute ist so ein richtig typischer Samstag. Ich sehe noch ziemlich müde aus. Julio macht meistens Frühstück um die Uhrzeit und ich gehe dann raus mit Simba. Und dann habe ich das auch schon mal hinter mir. Kommt gerade schon. Der weiß nämlich schon, wenn ich meine Schuhe anziehe, dass wir rausgehen. Und ja, wir machen das Samstag oder am Wochenende immer so, dass Rumi so das Frühstück macht und ich gehe so lange mit Simba raus. Rumi spielt dann in der Zeit hier und wenn wir fertig gefrühstückt haben, ist auch schon wieder seine erste Siesta. So hat jede Familie irgendwie ihre Routine, oder? Das ist echt, ja, spannend. Wir haben halt, wie gesagt, gar nicht so was Spannendes vor. Oftmals, wenn wir nichts vorhatten samstags, haben sich die coolsten Pläne ergeben, dass wir irgendwie doch einen Ausflug gemacht haben. Und genau, das Wetter ist eigentlich auch ganz schön heute. Und ja, wir gehen jetzt kurz gemeinsam raus und dann geht's frühstücken. Romeo will eigentlich immer mit. Diese Tür muss immer geschlossen sein, sonst haben wir irgendwann ein Problem. Hier gehe ich immer meine erste Runde spazieren am Morgen. Meistens mit Romeo, es ist immer echt komisch, wenn er nicht dabei ist. Aber es ist auch mal schön, sich nur auf den Hund zu fokussieren, sagen wir es so. Es ist richtig angenehm draußen, frisch, aber herbstlich schön. Und wie gesagt, wir waren ja gestern
eben vietnamesisch essen und hatten da dieses Date. Und was ich euch noch erzählen wollte, was echt interessant ist, wir hatten ja echt lange keine Zeit nur für uns. Und dann hatten wir die 2 Stunden. Aber im Auto hat dann Huli so gesagt, irgendwie fehlt was. Irgendwie vermisst der Romeo doch. Was heißt doch, natürlich würden wir ihn sowieso vermissen. Aber dass man sagt, dass wir schon nach 2 Stunden sagen, so hey, es fehlt was, wenn Romeo nicht dabei ist und er gehört einfach so fest schon zu uns, dass man ihn auch vermisst, wenn man ja nur mal zu zweit ist, fand ich irgendwie doch ganz schön, weil mir ging es ähnlich. Man hat sich dann richtig gefreut, ihn wieder abzuholen und wieder ja, bei sich zu haben. Julia und ich haben jetzt angefangen, Romeo so ein bisschen mehr an die Beikost zu gewöhnen und heute bekommt er so Dinkelbrot mit Frischkäse, eine Gurke, aber nur das weiche Innere. Und die neuen Lebensmittel, die ihr heute noch nicht kennt, ist Gouda und auch Grapefruit. Auf meinem Instagram in meinem Highlight-Ordner seht ihr auch die anderen Frühstücksteller, die ich Romeo vorbereitet habe. Den Mund machen. Wir frühstücken jetzt gleich. Was ich richtig schön fände, ist, wenn Romeo immer mal wieder Zeiten hat am Tag, wo wir gemeinsam essen. So wie jetzt samstags unserem Frühstückstisch. Er bekommt Essen, wenn wir auch essen. Okay, macht das so komische Geräusche. Als hätten wir ein Tier zu Hause. Also Käse schmeckt ihm, wie man sieht. Der Simba ist so schlau. Der weiß ganz genau immer, auch wenn wir Besuch haben, wo die Kinder sitzen. Und dann legt er sich genau hier drunter. Schaut, perfektes Beispiel. Wenn dann was runterfällt, und das ist meistens bei Romeo hier so, dann bekommt er es. Ich finde das so schlau. Der setzt sich zum Beispiel nie unter uns, sondern immer unter Romeo. Dass er schön alles auffängt hier unten. Unser persönlicher Staubsauger. Romeo ist jetzt eigentlich fertig mit Essen, aber damit er mich noch ein bisschen in Ruhe frühstücken lässt, geben wir ihm meistens so ein härteres Brötchen und daran kann er dann seine Zähne so ein bisschen schleifen und ja, wir gewinnen Zeit. Wenn ich überlege, wie dankbar ich sein kann, ich habe 2 Staubsauger, die wir täglich im Einsatz haben, einfach nur durch Kooperationen bekommen, also durch YouTube und durch Instagram. Hätte man mir das vor einem Jahr gesagt, hätte ich es echt nicht geglaubt, dass ich mal so coole Produkte zu Hause haben darf. Jetzt zeig's euch mal ganz kurz. Das ist einmal dieser Staubsauger ohne Kabel, den benutzen wir auch täglich. Und unseren Eufy, der ist hier. Und die erleichtern uns, ich sag's euch, unseren Alltag, jeden Tag. Und wie ihr seht, der wischt auch. Also mega. Wir haben mittlerweile schon mittags. Es ist jetzt 12.28 Uhr und Romeo bekommt jetzt beim Mittagessen ist es Risotto mit Käse und Spinat. Mittlerweile bekommt er auch 3-mal feste Mahlzeiten. Und ich stille ihn eigentlich nur noch nachts und auch vor der Siesta. Aber es wird immer weniger. Aber ich muss sagen, ich finde es noch richtig bequem auch zu stillen. Denn falls wir mal nicht schaffen zu kochen oder unterwegs sind, kann ich trotzdem zur Not ihn stillen und er ist trotzdem satt. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass man die Milchbar immer mitnimmt, ohne direkt etwas zu kaufen. Also das ist nur zur Not. Aber das haben wir jetzt schon einige Male gemacht, wo ich gemerkt habe, oh, zeitlich passt es gerade nicht mehr, ihn komplett einen Brei zu geben oder ihm was zurechtzumachen. Und dann hat er Milch bekommen und war auch total zufrieden. Und er schläft in 1-2 Stunden wieder, macht dann seine letzte Siesta. Vorhin hat er nämlich nur 1/2 Stunde geschlafen. Heute Mittag schläft er dann bestimmt ein bisschen länger. Ein ganz normaler, ganz ruhiger Samstag heute, ne? Ich bin gerade am Organisieren von all unseren Babyklamotten, die wir bisher haben. Ich habe ja am Anfang ganz viel ausgeliehen. 50 und 56 habe ich ganz wenig bzw. viel geschenkt bekommen. Aber ich habe mir jetzt so eine neue Box bei Teddy geholt. Und da werde ich unter anderem auch die Sommersachen reinmachen. Und ja, hier mal ein bisschen klar Schiff machen. Und weil ich natürlich immer mal wieder was ausleihen werde an Familie, an Freunde, habe ich mir so ein Beschriftungsgerät gekauft. Steht Romeos Name drauf und der Nachname und da kann ich quasi auf die Klamotten so ein Etikett machen und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man am Ende alles wieder zurückbekommt. Ich habe zum Beispiel gerade meinen Wollwalk von Januar gefunden.
den ich Romeo angezogen habe. Ich habe den damals bestellt und der war aber viel zu groß. Gekauft habe ich nämlich den auf Vinted und die Größe war gigantisch damals für ihn. Aber, naja, ich muss mal gucken. Vielleicht, wenn man hier die Füßchen aufmacht, dann passt es ihm. Aber ich werde so oder so nochmal einen neuen bestellen für diesen kalten Winter, der ja oft in Deutschland mehrere Monate lang geht. Deswegen lege ich den mal raus. Der ist für Romeo. Und hier werde ich jetzt mal ein bisschen organisieren. Alles fertig organisiert. Und das da, was da hinten liegt, ist für meine Schwägerin. Das bekommt sie ausgeliehen. Jetzt muss ich das nur noch beschriften. So, wir testen das jetzt mal gemeinsam aus. Ich habe das noch nie getestet. Keine Ahnung, ob das gut ist. Guck mal, ich bin echt zufrieden. Hat gut geklappt. Also, das ist ja echt gut. Für Romeo gibt es jetzt Spaghetti Bolognese. Das habe ich gestern vorgekocht und das kriegt er jetzt. Und vielen Dank fürs Zuschauen, wenn du bis dahin dran geblieben bist. Ich verabschiede mich in diesem Video. Wir sehen uns auf jeden Fall bei dem nächsten Mama-Vlog. Ciao, ciao.